Willkommen zurück zu einem neuen Video von heute. Mache ich endlich mal das lang ersehnte Q&A und da kommen eure Fragen dran. Ja, los geht's. Die erste Frage ist von Kyla und sie heißt: Warum machst du YouTube? Was willst du mit YouTube erreichen und was planst du für YouTube? Ich mache YouTube, weil ich halt irgendwann mal so richtig gesagt habe, so yeah. Jutz, ich habe jetzt Bock, einfach mal den coolsten Channel auf dieser Welt zu eröffnen. Das hat leider nicht geklappt. Aber egal. Dann halt habe ich mein erstes Video hochgeladen, warum ich vorher noch nicht YouTube gemacht habe. Ich habe mich irgendwie nicht so wirklich richtig getraut, YouTube. Machen. Keine Ahnung warum, aber es war total komisch irgendwie. Ich hatte irgendwie keine Lust. Und am Anfang habe ich dann auch irgendwie erstmal so jeden Tag Videos gemacht, weil das für mich neu war und ich mich gefreut habe. Aber irgendwann mal war das irgendwie so, ich hatte dann wieder Schulaufgaben. Also ich habe ja in der Corona-Zeit angefangen. Und dann habe ich halt nicht mehr jeden Tag Videos gemacht. Und dann habe ich doch wieder jeden Tag Videos gemacht. Und dann habe ich mich entschieden, immer Videos zu machen, wenn ich Zeit habe. Weil irgendwie zum Beispiel Sepp macht ja jeden Tag Videos und der hat, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der noch überhaupt Zeit hat für sich. Egal und genau, deshalb mache ich halt immer Videos, wann ich kann oder wann ich Lust habe, weil nicht immer, wenn ich kann, habe ich Lust oder Ideen. Und ja, ich muss dann halt auch immer Ideen haben, was ich machen soll, sonst reite ich wie hier gerade einfach rum. Frag mich, was ich machen soll. Genau. Nächste Frage, bam. Was willst du mit YouTube erreichen? Also, eigentlich nichts. Weil, ich meine, es gibt ja Leute so, die damit erreichen wollen, dass die 10 Millionen Abos knacken oder zum Beispiel dadurch Millionäre werden oder sowas. Es gibt Leute, die nur deswegen YouTube machen, weil sie das erreichen wollen oder weil sie den Rekord brechen wollen. Es gibt ja auch so YouTube-Abonnentenzahlen-Rekorde und diesen Rekord wollen sie dann einfach mit Videos brechen. Und am Ende sagen sie dann aber doch, hey, das macht mir Spaß, nicht nur wegen dem Geld, aber doch schon wegen dem Geld. Und deshalb mache ich jetzt das wegen Geld, aber mir macht es trotzdem Spaß. Und ich mache das jetzt nicht nur noch wegen Geld, sondern auch, weil es mir Spaß macht. Das sagen manche Leute. Bei mir ist es halt einfach so, dass ich es einfach aus Spaß mache. Und genau. Nächste Frage. Was planst du für YouTube? Also was ich für YouTube plane, und das ist eigentlich so ein bisschen eine komische Frage, weil ich, als ich gelesen habe und immer noch nicht, weiß ich, was damit gemeint sein soll. Also, ja. Aber was ich für YouTube plane im Sinne von Videos, ist eigentlich irgendwie immer so kleine Geheimhaltung. Okay, was heißt Geheimhaltung? Manchmal sind es halt einfach Sachen, die mir auffallen und wenn ich durch YouTube scrolle und selber Videos schaue, weil ich habe auch hier Lieblings-YouTuber und ich schaue auch gerne Videos von anderen Leuten, dann springt mir vielleicht mal so eine kleine Sache ins Auge, da wo ich denke, ja, die könnte ich auch machen oder ja, wenn ich das und das verändere, dann wäre das bestimmt doch auch cool für meinen Kanal. Sowas denke ich mir manchmal, wenn ich einfach wild in YouTube rumscrolle. Und genau, deshalb ist es eigentlich immer unterschiedlich. Manchmal, wenn ich gerade am Videoschnitt bin, dann springt mir eine andere Sache ins Auge. Da wo ich denke, ah, dieses Projekt habe ich angefangen, oh mein Gott, das führe ich weiter. Also das ist passiert random. Also manche Leute haben da ja so irgendwie eine Quelle oder ein YouTuber, da wo sie irgendwie die ganzen Videoideen herbekommen. Bei mir passt das random, ehrlich gesagt. Aber was ich jetzt für Videos geplant habe.
Also, das ist, wie gesagt, irgendwie immer so eine kleine Geheimhaltungssache. Keine Ahnung, wieso. Eigentlich ist es ja nichts Böses, aber ich möchte immer, dass das eine kleine Überraschung ist. Manchmal behalte ich es für mich, manchmal vertraue ich das Freunden an und manchmal schreibe ich es einfach in den Discord. Also, das ist immer sehr unterschiedlich. Aber ja, was plane ich? Also ich plane auf jeden Fall SSO Randomers. In paar Monaten oder so. Vielleicht sogar ein zweites Q&A, weil jetzt viele Leute nicht ihre Fragen stellen konnten, weil sie zu spät Fragen gestellt haben. Und alles weiter. Also, wie gesagt, ich habe keine Inspirationsquelle. Von daher kann ich nicht sagen, was ich für die nächste Zeit plane. Es passiert immer random. Aber ich kann nicht wirklich sagen, was ich plane dafür. Ich werde aber auf jeden Fall ein SSO Randoms bringen. Und einen zweiten Teil Sachen, die du nicht kennst. Und sogar noch eine Special Edition dazu. Und dann überlege ich vielleicht sogar einmal ein Real-Life-Video zu machen. Also nicht eins, wo ich mich zeige, aber da glaube ich, dass es eher nicht passieren wird. Das heißt, die Leute, die sich jetzt freuen, können sich das direkt wieder abgewöhnen, denn ich glaube nicht, dass ich das machen werde. Es war nur mal so ein kleiner Gedanke, der mir gekommen ist, aber ich glaube nicht. Auf keinen Fall. Es ist mir dann doch wieder zu privat. Genau, nächste Frage. Von, ja, keine Ahnung, wie sie heißt. Ich kann nämlich aussprechen. Wie findest du SSO? Ich finde, SSO könnte vieles verbessern. Zum Beispiel, dass SSO einfach mehr auf die Community eingeht. Zum Beispiel, damals gab es halt mal so eine Frage, also eine Rundfrage an die SSO-Community. Ja, wollt ihr mal das und das haben? Die meisten Leute haben einfach so gesagt, ja, wir wollen neues Gebiet haben. Weil das stand halt in so einer Auswahl drin, in einer Auswahlliste, da wo man abstimmen konnte. SSO hat es nie umgesetzt, wobei sie gesagt haben, ja, wenn ihr die meiste Zahl, die das hat, bei der Abstimmung, ja, die gewinnt. Und nie hat es wirklich, außer jetzt halt, das war aber vor 3 Jahren, glaube ich, so, ein neues Gebiet gegeben. Also bezweifle ich, dass ich es wirklich hundertprozentig gut fände, weil SSO geht halt viel zu wenig auf die Community ein. Und wenn wenigstens ein bisschen, dann eigentlich fast gar nicht. Oder dann setzt es das nicht um. Deshalb, ja, das ist schon mal ein Punkt Minus. Und ich finde, SSO hat so viele Lags. Zum Beispiel gibt es jetzt wieder ein. Nee. Ja, nicht so wirklich, aber so eine kleine Art Speedbug. Aber das kann man nicht wirklich bezeichnen als Speedbug. Egal. Es ist so eine kleine Art Speedbug. Und ey, wirklich. Es gibt einen anderen Speedbug, den Leute wieder und wieder nutzen. Aber das ist eher so ein kleiner Bug. Aber trotzdem, ich finde, SSO sollte das endlich mal fixen. Also viele neue Pferde können sie machen. Aber einfach mal einen kleinen Bug fixen nicht. Klar, ich kann mir vorstellen, das ist alles sehr schwierig, aber die Zeit kann man sich doch mal nehmen. Pferdedesign ist viel schwieriger. Ich habe das mal probiert. Ey, wirklich, ich kann das nicht. Das ist viel, viel schwieriger, als einmal einen Bug zu fixen, bestimmt. Also, das gefällt mir nicht. Also, ich würde sagen, 50-50. Auch weil es so immer neue Pferde reinbringt. Ja, und bevor ich hier zu weit rede und das ein ganzer Real Talk wird, weiter mit der nächsten Frage. Ist das ernst oder nicht? Wenn ernst nehmen im Sinne von YouTube und mein Kanal gemeint ist, dann nein. Ganz eindeutig nein. Wie vorhin bei einer anderen Frage schon gesagt, es gibt Leute, die es ernst nehmen und nur wegen Geld machen. Und es gibt diese Hobby-YouTuber, die sich einmal entweder Real Life oder Games machen, entweder eine Kamera schnappen, ein bisschen filmen oder halt einfach Games spielen, ganz normal, das kommentieren oder halt andere Sachen im Leben machen und die währenddessen aufnehmen. Ich persönlich bin einer der Hobby-YouTuber. Ich meine, ich habe
eine lange Zeit keine Videos gemacht. Ich mache das halt auch zum Hobby. Es ist nicht irgendwie mein Job. Es gibt ja auch Leute, die es komplett nur wegen Geld machen und das als Job nehmen. Als Job, Leute. Die verdienen da ein Monatsgehalt, das ein normaler Mensch im Monat erhalten würde. Verdienen die, glaube ich, jede Woche. Ey, Leute, ich finde sowas krass. Vor allen Dingen ist es eigentlich relativ nicht gefährlich, aber schon irgendwie gefährlich, weil ich meine, diese Leute machen das komplett als Job. Das heißt, sie müssen oft Videos drehen und das kann auf andere Weise schon ein bisschen gefährlich werden, wenn ihr wisst, was ich meine. Vor allen Dingen, wenn man dann dadurch kein Geld verdient. I mean, probiert es nicht. Macht es nicht, Leute. Wenn ihr so etwas vorhabt, das als Job irgendwie so zu nehmen, macht es nicht. Es kostet euch auch wahnsinnig viel Zeit, weil ihr dann sehr viele Videos bringen müsst. Sonst strömt kein Geld in die Kasse. Und ich meine, die Videos müssen dann auch echt gut sein. Also gut geschnitten, aufwendig geschnitten vor allen Dingen. Weil nur ab einer bestimmten Abozahl und auch erst ab einer bestimmten Aufrufezahl kriegt man Geld. Also es gibt da viele so Videos da, wo man sich das anschauen kann, wo das erklärt wird. Falls ihr es gerade nicht verstanden habt, wie ich das gemeint habe. Man kriegt nur erst ab einer bestimmten Abo- und Aufrufezahl Geld. Und man kriegt jetzt nicht ab 3 Abonnenten und 5 Aufrufen Geld. Das wissen schon mal so ein paar 10.000 oder vielleicht sogar Millionen sein. Und dann ist es auch nicht sonderlich viel Geld. Also doch schon, aber es sind jetzt nicht so 10 Millionen Euro, die man da bekommt. Also das ist schon auf andere Art und Weise gefährlich. Ja. Nächste Frage. Kennen wir uns? Nein. Hast du Haustiere? Ich habe Haustiere. Und zwar Kaninchen. Ein Kaninchen gehört meiner Schwester und ein Kaninchen gehört mir. Ich würde auch gerne eine Ratte haben, aber das überlege ich mir dann doch. Weil Ratten sind so süß, also wirklich süß. Schaut euch mal so Rattenbilder an. Weil unsere Nachbarin hatte mal eine Ratte, als sie jünger war. Ey, sie hat richtig die cute beschrieben, so richtig so. Ja, die sind so süß und sowas. Ey, ich will jetzt auch eine Ratte haben. Ja, vor allen Dingen, ich will ja einen Hamster haben, aber Hamster sind halt nachtaktiv und schlafen meistens am Tag. Deshalb ist das, glaube ich, nicht so gut für mich, weil ich mag das gar nicht. Aber ja, ich finde Hamster süß, aber wie gesagt, Hamster sind halt nachtaktiv und das geht nicht. Das ist so, das ist doof, ne? Also, das ist so eine Sache, das muss nicht sein. Also, Hamster hätte ich gerne und Hamster, Ratten. Ratten sind cool. Also, mit Ratten kann man ja auch Fahrrad fahren, glaube ich sogar. Also, da bin ich mir aber nicht sicher. Also, das ist total cool, echt. Also, aber momentan habe ich 2 Kaninchen, 1 gehört meine Schwester und 1 mir. Genau. 1 ist so eher so bräunlich, so ein bisschen Erdnuss-Karamellbraun und hat so ein bisschen so schwarz auf der Stör. Und ist ein Junge. Also, das ist. Oh Gott. Und bitte lacht mich jetzt nicht beim Namen aus. Flo, also, so, wisst ihr, das ist witzig. Ich weiß nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Irgendwie so, es war irgendwie so direkt. Habe ich ihn angeschaut und dachte mir direkt so, Flo, keine Ahnung, wie das irgendwie im Zusammenhang war. Es ist auch kein Zusammenhang irgendwie zu einem berühmten Darsteller. Manche Leute haben das jetzt einen Darsteller oder das Kaninchen meiner Freundin heißt Coco und das ihrer Schwester Hanuta. Coco ist dann ihre Lieblingsschauspielerin irgendwie so. Und das Kaninchen ihrer kleinen Schwester heißt Hanuta, weil die Kleinschwester Hanuta liebt. Also die Süßigkeit, das Kaninchen auch. und genau, also Flo hat irgendwie nicht wirklich so einen Zusammenhang mit irgendeinem berühmten Namen. Also ich kenne auch keinen berühmten Schauspieler, der Flo heißt.
Das wäre ja witzig, aber ja, also es ist halt mit dem Namen ist kein Zusammenhang. Also nicht, dass jemand jetzt denkt, dass das irgendwie ein Zusammenhang ist. Oder es ist auch kein besonderer Name in Indien oder sowas. Das ist halt, das ist einfach ein normaler Name, aber nicht für ein Kaninchen. Das ist total witzig irgendwie und ich reg mich heute noch darüber auf. Ja, nächste Frage. Kann ich auf deinen Discord-Server? Also mein Discord-Server ist ja immer in der Beschreibung verlinkt für Leute, die drauf wollen. Und eine Zeit lang habe ich den rausgenommen. Keine Ahnung eigentlich so. Jetzt ist er aber wieder drin. Und genau, falls ihr drauf wollt, ganz unten in der Videobeschreibung ist einfach mal der wunderschöne Discord-Server-Link. Und wer Lust hat, einfach mal zu joinen, der kann einfach mal drauf gehen. Ja. Nächste Frage. Dein SSO-Name kommt mir bekannt vor. Dir meiner? Nein. Ja, Leute. Das war's mit meinem Video. Bye.